Hallo und herzlich willkommen zurück bei Euro Truck Simulator. So, heute möchte ich gerne wieder einen Auftrag erledigen. Aber in dem Sinne müssen wir auch auf die Zeit gucken, ne? Zum Beispiel 10 Stunden oder 17 Stunden, das ist super. Aber ich würde gerne mit euch einen längeren Weg nehmen. Desto mehr Geld wir haben, desto besser wird das alles. Also würde ich schon gerne... aber ich muss auch noch ein bisschen gucken, wegen der Länge, ne? Längefahrt. Wo steht denn die Streckeneinheit oder Länge? Ach du meine Güte. Kann man hier nicht wirklich erkennen, oder? Ach doch, warte mal. 3,2 Kilometer. 2,9. 1,5. 1,6. Aha. Das ist schon 1,5, ne? Und für 2 sind es 46. Okay, 48.000 mal im Blick behalten. Wir können auch ein bisschen weiter runter gehen. So ist es da nicht. Aber desto länger, desto mehr Geld ich benötige, desto länger ist die Fahrt. Und das ist nicht so geil für mich. Überhaupt nicht. Okay, wir gehen mal hier aufs ganz Letzte. Und zwar von Budapest aus. Einen Moment. Wo sind wir hier? Budapest. Wir sind in Budapest. Ja, ist okay. Budapest, ne? Wir nehmen hier 3,2, 3,1... 2,9, 2,9, aha, 3,1, da geht's wieder hoch. Warte mal, wenn wir hier in Budapest sind, da kann ich doch mal hier die, so. Die kürzeste Strecke würde dann so aussehen. Mhm. Das ist wieder ein bisschen länger. Okay, 766 Kilometer, holy scholly. Da kann man auch gleich 3,2 Kilometer fahren. Von Budapest aus bis nach Beja. Einmachgläser. Die wollen Einmachgläser haben. Das kann ich für euch gerne übernehmen. Aber für mich in Real Life wird das stundenlang dauern, bis ich da angekommen bin. 9 Stunden habe ich Zeit in Real Life. Ist machbar. Das ist absolut machbar. Also für mich jetzt in meine Verhältnisse. Ich werde diesen Auftrag mal ausführen. So. Karte lädt. Aber ich werde die ganze Fahrt nicht mitnehmen, ne? Ich werde überspringen. Also sozusagen, ich werde das vorspulen für euch. Und ja, wie soll ich das alle? Also ich werde ein Stückchen vorspulen für euch. Werde nicht alles vorspulen. Ich werde nicht alle Wege aufnehmen. Um Gottes Willen, das wird viel zu lange dauern. Das werden 3, 4, 5 Stunden. 5 Stunden Fahrt. In Real Life. Glaube ich zumindest, dass es so viel sind. Es sei denn, man hat einen schnelleren LKW, aber ja, sowas habe ich ja nicht. Leider. Naja, würde ich mal sagen, ich spule das für euch vor, die ganze Fahrt. Von hier aus, bis ich angekommen bin. Also, wenn ich kurz vor Ende bin, werde ich dann euch wieder einschalten. Aber ich werde das diesen Anfangsweg, die Anfangsfahrt, werde ich mit euch gemeinsam machen. Ne? Nicht, dass ihr zu viel verpasst, aber die Anfangsfahrt. Und derzeit werde ich mich dann auch muten bei der Fahrt und werde sofort jetzt hier mit
loslegen, bevor ich hier noch mehr Zeit verschwende. Okay? Wir hören uns dann am Ende der Fahrt. Bis dann. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Da sind wir gleich am Ziel. Da sind wir gleich am Ziel. Also ich muss sagen, das dauert viel zu lange. Der Unterschied, ich habe Geld gemacht durch die Fahrt, ne? Wie man sieht, rechts unten. Ich weiß ja nicht, mit wie viel Geld ich hier gestartet bin. Oder gestartet habe. Aber wir kriegen Abzug beim Bonus. Leider. Biege nach rechts ab. Na, hallo? Nein, du schläfst jetzt hier nicht ein. Wir sind am Ziel und du machst hier kein Blödsinn. Schlaf bitte erst dann, wenn ich angekommen bin. Dankeschön. Biege nach rechts ab. Abzug in dem Sinne Abzug, weil ich Unfälle hatte unterwegs. Und wenn ich... Ich habe es jetzt privatlich so gemacht, weiterzufahren. Wenn ich anfange, hier 3000 Kilometer zu fahren, nur um 120.000 mehr zu bekommen, dafür mir echt die Worte. Das ist einfach nur... Biege nach links. Das ist... anstrengend. Ich hoffe, ich muss hier nur abliefern. Und nicht noch irgendwo hinfahren. Also, Abzüge kriegen wir, ja. Werde ich euch gleich zeigen, warum. Das kann ich auch hier zeigen, während ich dahin tocker. Hier. 17%. Nein, keine Schlafmöglichkeiten.
Okay. Wir werden Abzüge kriegen. Anliefern? Ja, genau. Die Bonus nehme ich nicht mit. Ihr wisst warum. So, wir kriegen Abzüge von 121.000. Tolerabel. Ja. Und kriegen nur... Wir kriegen zwar ein Level, aber dafür 50.000 minus wegen Schäden. Wodurch kommen die Schäden? Ganz einfach durch zu lange Fahrten. Und hab nur 70.000 draus gewonnen. Naja. Nochmal mache ich das nicht. So eine lange Fahrten. So, jetzt wisst ihr auch warum. Weil lange Fahrten verursachen Schaden. So, jetzt habe ich 270.000. Schön und gut die ganze Sache. Aber, ne? Nächste Fahrt nehme ich eine andere Fahrt, die nur 50.000 Geld geben, nicht mehr. So, und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Euro Truck Simulator 2 auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Vielleicht im anderen Spiel als Euro Truck Simulator 2. Ciao mit V. Tschüss. Betonung liegt auf vielleicht. Tschüss.